herzlich willkommen zurück hier in der Irrenanstalt bei Cry of Fear. Eine neue Aufnahmesession steht hier jetzt an. Und es gilt bei diesem stürmischen Wetter, sich hier in dieser stillgelegten... Alter. Habt ihr gerade auch diese Schritte gehört? Oh. Hört doch auf damit. Ich habe keinen Nerv auf diese Psychokrams. Puh. Okay. Am besten umsehen. Und nebenher noch überraschen lassen von irgendwelchen Monster, die hier nur darauf warten, uns... Ja, uns Freude zu machen. Okay. Dart. Ich möchte jetzt kein Dart spielen, nein. Sieht aber cool aus hier. Huch. Was sind das bloß? Was? Öffnen das Tor, das die Stiegen blockiert? Okay. Müssen wir hier runter? Wir schauen mal nach. Puh. Keine Schreie mehr. Kein Regen, keine Schritte. Trotzdem wohl kein gutes Zeichen. Und wir haben hier nur so einen dummen Stock, mit dem wir uns wehren müssen. Im Fall der Fälle. So. Es geht hinunter. Oh nö. Oh ne, wo landen wir? Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Aber hier ist eine Tür. Dann also hinein. Noch eine Tür? Wohin gehen wir hier überhaupt? Ach was, das ist doch ein Generator. 100 pro ein Generator. Und mit dem können wir vielleicht Strom erzeugen, nur wie? Okay. Ich drück mal hier einfach mal alles der Reihe nach, jeden Knopf, ob das was bringt. Was? Ich finde den Doktor. Das ist unsere Mission. Alter, wir haben hier Strom generiert. Natürlich kein gutes Zeichen. Was ist das denn hier noch? Eine Taschenlampe. Boah, das finde ich ja cool. Eine Flashlight. Sehr gut. Okay, wir dual-wheelen das Ganze hier mal. Ich will das Teil anmachen. Flashlight, geh an. Alter. Flashlight? Was? Alter, da ist doch irgendwas zu Bruch gegangen. Da ist doch irgendwas zu Bruch gegangen. Scheiße. Okay, noch immer ist hier alles versperrt. Aber der Strom ist an, aber die Flashlight geht nicht an. Wenn ich jetzt nur die nehme, geht sie an. Wenn ich jetzt aber Dual wielde, dann geht's eben halt nicht so. So, ich mach die mal alle hier auf Quick Select. Aber es ist ja keine Dauerlösung. Ich will die ja... Ich will ja sowohl Flashlight als auch das Schlagdingensen hier haben. Ich würde es sehr gerne. Nein. Okay. Hier ist ebenso noch alles ruhig. Walalala. Scheißdreck. Suizidmonster. Ich hasse Suizidmonster. Hallo? So. Ach, na junge Frau? Wow. Alter. Verzieh dich.
Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Alter Verwalter. Was? Alter! Zeit zum Sterben, du Idiot! Inventory schon wieder voll? Moment. Ist das eine Knarre? Wir droppen das Teil jetzt mal und was nehmen wir hier auf? Die Glock! Wir haben wieder eine Glock! Alter! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Boah! Wir haben eine Knarre! Oh, wie toll! Wow! Alter, Headshot! Wow! Noch ein Headshot! Noch mehr Magazine hier, her damit! Alter, wir haben eine Knarre wieder! Ne! Ne! Wir haben die Remington wieder! Wenn das die Remington hier ist? Mann, was ist das denn? Aber, das Inventar ist voll und ich kann hier nichts liegen lassen. Das ist auch klar. Huch, noch eine Spritze. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Läuft bei uns. Hier in diesem Horrorhaus. Okay, okay, okay. Den Stock brauchen wir jetzt wohl erstmal nicht mehr. Wow. Okay. Jetzt eine Runde Bowling spielen. Was für eine tolle Idee. So, alles angucken. Nichts hier ungesehen lassen. Magazin? Ne, noch eine Knarre. Noch eine Knarre. Aber ich kann die jetzt nicht mitnehmen. Ich habe alles voll. Also, alles voll Inventar. So eine Scheiße aber auch. Okay, ich muss jetzt wieder hier ein bisschen rum hantieren. So. Auf die 2, die Glock. Denn man weiß ja nie, was wir hier noch alles so vorfinden werden. Puh. Huch. Ich muss mich hier umgucken erstmal. Was ist das denn? Alter! Da war gerade irgendwas. Der Tütenmann? Der Tütenmann! Der Tütenmann ist da! Alter! Der Tütenmann ist da und der hechelt gar nicht mehr! Der hechelt gar nicht mehr! Was ist das denn für eine Scheiße? Puh! Alter Verwalter! Der Tütenmann war da! Eieiei! Noch mehr Tütenmänner hier? Nee! Noch ein Glock-Magazin. Verdammt. Boah. Puh. Okay. Mehr haben wir hier anscheinend nicht, außer ein Tütenmann-Magazine und noch eine Knarre da hinten. Aber die können wir ja erst einmal links liegen lassen. Zumindest einmal vorerst. Da geht's nicht hinein. So. Haben wir erstmal alles gesehen hier. Huch. Ach, hier geht's raus. Ach ja. Hoch. Ach, hier geht's hoch. Nein! Alter! Okay, die ist hinüber. Die Hechelschlampe hier. Hat wie die von uns. Und diese Schreie schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Okay, speichern. Erstmal speichern. Hier alles ruhig, hier ist alles ruhig erstmal. Puh. Sicher ist sicher. So, Knarre her. Moment. Jetzt geht's hier doch hoch, oder? Ging's vorher nicht. Das weiß ich doch. Oh nee. Hier haben wir doch garantiert noch mehr Viecher. Ich weiß es doch. Magazin? 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 Hä? Ach so, jetzt geht's. Jetzt können wir es aufnehmen. Das Magazin. Boah. Ich fühle mich hier sowas von unwohl. In diesen Gemäuern. Erstaunlich unwohl.
So, was haben wir hier? Noch eine Spritze. Oh, wie spitze, oh, wie spitze. Eine weitere Spritze. Und viele Schreie, die irgendwie immer lauter werden. Kann das sein? Alter, ist auch alles so verwinkelt hier. Der Doktor. Da ist der Doktor. Ich werde verrückt. Alter. Da will ich noch gar nicht hin gerade, eigentlich. Da fühle ich mich noch so unwohl für. Vor allen Dingen, was will der von uns? Beziehungsweise, was könnte er von uns wollen? Wenn ich das mal wüsste. So, ich irre jetzt hier immer noch umher. Okay. Hier geht's nochmal ein bisschen hoch. Was haben wir hier? Wow! Die ist hinüber. Die alte Suizidbraut hier. Wir können nochmal speichern. Wir können nochmal speichern. Okay, geht's hier oben weiter? Nee. Ist hier per Keypad geblockt quasi. Da können wir noch nicht hinein. Außer wir haben ein Passwort. Aber das haben wir nicht. Ach, Schnauze. Ach, alles so doof hier. So, wo war er jetzt? Wo war der Doktor? Hier irgendwo war es doch. Da laufe ich jetzt gerade wieder im Kreis. Da ist er. What the fuck do you want? You're crazy. I can't. There's a big fucking gateway. That's why I want you to come closer. I'll kill you. How? I need a gun. You got a gun? The subway. The guy you shot. Remember? I want a new gun. Look, just open the gate, will you? I'm tired of all this. No, just need a gun and close it out. Get it for me. Now. If I do, will you open the gate for me? Yes, I have it for you right here. Go and get it. Fine. Das muss dann doch die Knarre sein, die wir da an der Kegelbahn gesehen haben. Aber sollen wir diesem Doktor diese Knarre wirklich holen? Alter, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir das sollten. Noch ein Glock-Magazin. Manometer. Wir sind ja echt reich an Magazinen hier mittlerweile. Wir müssen auch mal reloaden. Ganz wichtig. So. Puh. Alter. Wir haben hier doch jetzt garantiert wieder tausende Monster, jetzt wo wir hier mit dem Doktor geredet haben. Aber sollen wir dem vertrauen? Der hat doch tausend Leute auf dem Gewissen. So sieht er auch aus. So sieht er auch aus. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendetwas in diesen Räumlichkeiten? Es sieht nicht so aus. Aber ich schaue mich lieber 3000 Mal um, da wir ja an diesem Zug alles verloren haben. Also möchte ich sowohl 1000 Spritzen haben, als auch 1000 Munition. Wow, hallo? Achso, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, ist noch alles ruhig hier? Ja. Alles voller Blut hier und alles ruhig. Das ist doch super. Ich speichere hier. Und beim nächsten Mal geht's dann hier wieder auf in Richtung Keller. Und dann werden wir wohl oder übel die Knarre holen für den Doktor. Na, wenn das mal gut geht. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.